Nee, natürlich nicht. Okay. Dann, werde ich das einmal kurz so machen. Dann einmal ganz kurz wieder schließen. Weil Herr der Ringe Online hat nämlich die super tolle Phase, dass wenn man einmal raustappt, dass man nicht wieder reintappen kann. Das heißt, ich muss dann immer wieder, wieder und wieder das Spiel starten. Seit einer Zeit. FF14 zu holen. FF14 ist super. Ich spiele es nur leider zu selten, deswegen habe ich gerade kein Abo mehr. Aber FF14 ist super. Können wir ja gerne mal zusammen spielen. Irgendwann. So, ja, welches war nochmal unser Charakter? Sie sehen beide gleich aus. Ich glaube, das hier. Ja, Bingenfelder. Bingenfelder, Bingenfelder. Ich gehe mit direkt rein. Habe ich von vielen gehört. Ja, also, Teil 14, es ist grafisch echt super. Es ist storymäßig auch super toll. Und was du da alles machen kannst, um Gottes Willen. Also, anfangs, ich war sehr skeptisch dem Spiel gegenüber. Ich habe immer gesagt, so, ja, Final Fantasy Online, nie, nie, kann nicht gut sein. Und dann habe ich es mir aber mal in einem Steam Sale geholt, plus halt dem Abo. Und ich war gefesselt. Ja. Also Solo zocken geht super. Das fand ich ja hier bei Herr der Ringe auch. Achso, ich muss meine. Ah, Mist, warte. Ich muss einmal meine Kamera. Ich muss einmal hier kurz durch den Shop einmal raus. Ich darf nämlich aus dem Spiel darf ich raustappen, wenn ich mein Shop öffne. Brauchen wir die Karte da oben? Ich setze mich mal einfach hier unten hin. Hier unten braucht mich, glaube ich, keiner. Und mein Haustier. Haustier. Setzen wir dann einmal darüber. Einmal vertont. Sorry. Ja. Der Soundtrack ist auch mega. Ich weiß nicht, ist die Kamera da unten okay? Soll ich sie doch lieber hochstellen? Weil ich glaube, oben stört sie bei der Kato vielleicht. Mal, ich kann ja. Das kann ich ja mal in 1 machen. Nicht das Bild. Nicht das Bild. Das einmal. Und. Kann ich einmal mein Tier selber mal kurz? Ja, immer diese anfänglichen Probleme. Jetzt. Bleiben einfach dabei. Das wieder zuklappen. Wieder reingehen. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch auf Kaya warten. Beziehungsweise Diggi. Dann kann ich mal ganz kurz in der Zeit was machen. Am Handy. Das hat immer eigentlich meine super Musik. Ja. Also, ich glaube, in jedem Final Fantasy, was ich bisher gespielt habe, der Soundtrack war. Ja, einzigartig. So, nee, nee, nicht Postfach. Fällt nämlich gerade ein, was ich für morgen noch mal erledigen muss. So. Ah, da bist du ja schon. Das ist. Schon. Ja. Ja, 3 Stunden später, aber du bist ja schon. ja, ich wollte nicht sagen, ach, da bist du ja endlich. Das sage ich ja ständig. Deswegen habe ich mir gedacht, Meine Login-Daten waren, ey. Ach, Rob, Schatz. Was? Rob. Ach, Sinschen. Oh. Kennst auch den Weg. Hoppala. So. Login-Daten. Ich hoffe, du weißt sie noch.
Nö, aber dafür habe ich ein Textdokument. Ah. Das ist auch sehr schön. Ja, doch, durchaus. Ich bin auch auf achtfacher Ebene begeistert. Echt? Nein, eigentlich nicht. Irgendwie sitzt das Headset gerade nicht richtig und schmeißt das gleich in die Ecke. So. Wir kriegen was hin? Ist alles in Ordnung? Das weiß ich noch nicht. Darf ich mir noch Zeit lassen, zum Überlegen? Eine Sekunde. Oh, eine Sekunde. Ja. Die eine jetzt Sekunde übrigens schon verstrichen ist. Ja, so viel. Was? Die jetzt schon verstrichen ist, die eine Sekunde. Okay. Belgier, oder? Ja, billiger. Ja, sag ich doch. Ja, ich meine ja nur. Ja. Also ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen, dass ich mir das eine Lösungsbuch kaufe noch. Was jetzt? FF1 oder was? Ich habe noch also noch eine andere einen anderen Verkäufer gefunden. Okay. Und ja. Ich kann nicht widerstehen. Was mampfst du da eigentlich? Tuck. Ah, Tuck. Krieg ich was ab? Tuck. Närrischer Tuck. Nee, wir sind Elben. Schmecken ganz geil eigentlich. Kenne ich gar nicht. Also kannte ich vorher gar nicht. Ach stimmt, jetzt kann ich ja mal gucken, ob meine Reitfähigkeit noch funktioniert, wenn man sie einmal gekauft hat über... Ja. Okay. Also, ich kann dich in dem Fall belehren, wenn du ein Reittier haben möchtest, musst du einmal einen Monat VIP sein, dann kannst du dir die Reitfähigkeit kaufen, plus Reittier und dann kannst du für immer reiten. Ja. Also nur so, damit ja, du es dann für den nächsten Monat. Ich muss gleich sehen. Scheiße. Ja, dann können wir endlich mal zusammen reiten. Also. Ja, wie du das gerade sagtest. Mal gucken, ob meine Reitfähigkeit abgelaufen ist. Ich glaube nicht. Also, wo bleibst du denn? Ja, ich bin noch dabei. Mensch. Ich schwebe schon. Ah, nee. Na, doch, so halb schwebig. Gewinn du den doch mal ein bisschen Zeit. Stimmt, du hattest ja gefragt wegen Fiesta aufnehmen nächste Woche. Wann hast du denn nächste Woche Zeit? Blub. Weil. Ich sagen, Dienstag, Mittwoch? Dann würde ich ja sagen Mittwoch, weil ich glaube, dienstags streame ich dann ja wieder. Ich habe ja immer dienstags und donnerstags, wo ich dann streamen kann. Ja, es sei denn, ich würde morgen Abend nochmal streamen. Und dann natürlich länger. Das würde natürlich auch gehen. Okay. Da könnten wir auch Dienstag machen. Also liegt. Ja, da richtig. Ja. Ja. Ja, ich würde mich jetzt nach dir richten, ob Dienstag oder Mittwoch. Ich habe da keinen. Für mich wäre es egal, wie gesagt. Welchen Tag ich streame. Ich könnte auch. Ach, da hinten bist du. Ich könnte auch. Ich könnte auch nach unserer. Wo hast du denn? Ich kann auch nach unserer Aufnahme streamen. Ich glaube, danach könnte man Among Us oder Dead by Daylight zocken. Ich überfordere mich mal nicht komplett. Dafür bin ich bekannt. Achso, warte mal. Ich will einmal die Gruppe mit dir. Ja. Ich würde sagen, einladen und so. Wäre cool. Ja, ist doch chill. Chill mal deine Lage. Heißt chill deine Base. Das muss ich gerade wiederholen. Chill deine Base. So sagt die Jugend das doch von heute. Chill deine Base. Nö, ja gut, ich gehöre nicht mehr zur Jugend. Ich auch nicht, aber ich finde es. Höchststufe des Tugend. Was? Okay. Aber ich habe jetzt hier so zwei Tugendfertigkeiten, oder wie?
Schwachsinn finde. Ja, du und Tugend, klar. Und ich bin der Heilige Geist. Echt? Manchmal. So. Nicht immer. Gut, also was war denn hier Sachlage? Auenland müssen. Was ist denn da? Okay. So, was Nazgul. Ist das? Nazgul. Mal mit Ruf. Okay, wir haben Nazgul hier auf jeden Fall eine. Bringt den Gründungserlass zu Bombard-Buckschwanz. Okay. Was? Ja, stimmt. Wenn man ist nur so weit, wie man sich fühlt, zu Info. Ich feiere dieses Jahr meinen 729. Geburtstag. Hoi, Mensch! Sehr schön! Ich bin dieses Jahr 31 geworden. Ja, du bist aber auch schon alt. Was? Was? Wer hat das gesagt? Fräulein, komm mal her. Also, Titel ist geändert, ne? Kategorie? Achso, ja, hast du? Ich meine, ich hatte geändert. Aber ich weiß nicht, ob ich. Ich hatte jetzt auf Among Us gestellt. Also vorhin halt. Aber ich glaube, ich bin nicht so schnell, Mutti. Ich kann doch nichts dafür, dass du so langsam bist, mein Sohn. Hallo, ich habe doch meinen Freizeithut auf. Da muss ich mich nicht beeilen. Beeilt sich ja nie. Nicht mehr, wenn du den nicht auf hast. Das stimmt. Ja. Immer die Ruhe weg. Ja, ich weiß. So. Guten Tag. Ausgezeichnet. Lasst mich einen Blick darauf werfen. Ja, interessant. Wunderbar. Das ist ein vollständiger Abschrift des Erlasses und sie ist in einem besseren Zustand als jene, die sich bereits im Martumhaus befindet. Hab Dank für eure Bemühungen. Ich schätze, es war nicht so schwierig, ihn zu erlangen, oder? Nö. Ja, nur, dass der ganze Krempel hier Schott ist, den man von dir kriegt, aber hey, sag gegrüßt. Alles gut. Ihr habt ein ungeliebtes und ungewolltes Objekt, für das es keinen Platz gibt, aber ihr bringt es nicht übers Herz, es fortzuwerfen? Dann gibt es mir und ich verwahre es mit allen den anderen Martums, die mir anvertraut wurden. Brombard streckt die Hand aus, um die Karte entgegenzunehmen, aber dann sieht er etwas aus dem Augenwinkel und zögert. Ich war wohl etwas voreilig. Scheinbar gibt es doch jemand, der dieses Martum haben möchte. Und er beeilt sich sehr, um es zu bekommen. Ah! Bingo, hi! Ich habe meine Meinung geändert. Ich will nicht, dass die Karte zum Staubfänger im Martumhaus wird. Ich will mehr über die Orte erfahren, die auf ihr zu sehen sind. Ich will über die Wetterberge spazieren. Ich will Bruchteil sehen. Es gibt doch wirklich Elben? Ihr seid elbisch. Habt ihr schon mal einen Bruchteil? Ich behalte die Karte doch. Daher. Und mir ihr Hilfe, mit ihrer Hilfe und ich meinem Abenteuer planen. Kehren wir zu meiner Hobbit-Höhle zurück und treffen wir einige vorbereitet. Oh Gott. Ich dachte, ihr könnt das ohne meinen Namen zu nennen, aber irgendwie. Man wollte es nicht. So. Mach mal gut. Was denn? Ah, ne, okay. Na klar. Ich schwebe in der Luft. Huch. Ja, Magier. So, was haben wir jetzt vor? Unsere Aufgaben hier erledigen. Und ja, sag mal das Abenteuer ruft. Das Abenteuer ruft. Das beste Versteck. Ich habe nur das Abenteuer. Ruft dann. Yeah. Sprecht mit Bürgermeister Gustav. Geh mal auf L. Tipp mal auf L. Oh. Ja. Mach mal Auenland auf. Ja. Da siehst du deine Quest. Das beste Versteck. Ah ja. Kräuter im Waldhof. In Waldhof. Ja, Kräuter im Waldhof. Eine Salbe gegen Stiche. Moment. Nee, hab ich. Doch, ja, eine Salbe gegen Stiche, ja. Das Mittagessen meines Enkels. Ja. Und dann das Abenteuer ruft natürlich. Das sind die fünf, die ich jetzt hier aktiv habe. Tja, gut, dann machen wir Feierabend, würde ich sagen. Wir haben doch gerade erst angefangen. So.
Ah, herrlich. Wenigstens haben wir schönes Wetter jetzt hier im Auenland. Im Gegensatz zu uns hier, ey. Hagel, Sonne, Donner. Echt? Ja, es hat tatsächlich wirklich gehagelt. Das ist auch richtig liegen geblieben. Also, sah aus also gut, hier war Sturm. Es hat auch geregnet. Aber ich glaube, Hagel. Auch, ja. Hagel war, glaube ich, nicht dabei. Es hat zwischendurch geschneit. Also wirklich richtig geschneit. Das hatten wir. Da war früh morgens, da bin ich früh morgens aufgewacht letzte Woche, also im Laufe der Woche. Weiß nicht genau, welcher Tag das war. Und alles war weiß draußen. Und ich dachte so, Alter, wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? So, es war doch so. Mit Cleo, hat die Angst vor Donner oder? Bisher keine Ahnung. Aber ich werde es hat bisher nicht gedonnert. Brauchen. Also ich Ach so. Gehe mal davon aus, nein. Sie hat vor gar nichts Angst tatsächlich. Wobei doch, heute hatte sie das erste Mal Angst davor, da hat sie aber eher Alarm gebellt, weil Salem gewürgt hat. Der hat Haarballen gewürgt, kam aber halt nichts raus. Und Cleo hat sich jetzt halt so erschreckt, dass sie Alarm gebellt hat. Alarm? Weil, sie kennt das halt nicht. Kennt ja keine Katzen und sie war... Hat halt noch nie so miterlebt, dass halt eine Katze kotzt. Also klar, die haben schon zwischendurch mit sich mal übergeben, aber da war sie halt bei meinem Freund im Zimmer. Das war dann halt meistens nachts und diesmal war Salem halt in meinem Bett und hat dann halt... Oder wollte und sie hat sich so erschreckt, dass sie dann halt die ganze Zeit gebellt hat. Okay. Also ich war nicht dabei, ich war hier unten, kam dann nur hoch und mein Freund meinte dann so... irgendein Kater hat bei dir reingekotzt ins Zimmer, wo ich dann alles abgesucht habe, war aber nichts. Und hat er dann nur erzählt, so, ja, Cleo hat richtig Alarm gebellt. Gehört habe ich sie, aber ich wusste halt nicht, wieso, weshalb, warum. Ich dachte, jetzt hätten wir ihr Spielzeug angebellt. Ach so. Ja, sie hat so ein pinkes Spielzeug, da kommen Leckerlis raus. Und das bellt sie immer an, wenn nichts rauskommt. Dann macht sie immer so ein ganz kurzes Bellen, so nach dem Motto, Alter, jetzt gib mir doch endlich mal ein paar Leckerlis. Das ist doch verständlich. Ja, natürlich. So, Ist ja so, als wenn du von der leeren Weinpulle sitzt, da würdest du ja auch bellen. Stimmt. Also du. Ja, stimmt. Ja, siehst du? Oder von der leeren Sexflasche. Boah, das klingt schon wieder, als wäre ich so die übelste Säuferin. Ich trinke dabei nur Freitag zum Sonntag. Jetzt liest da. Ja, du hast mich abgelenkt. Es wird etwas dauern, bis ich mich von dieser Übung erholt habe. Ich bin noch nie in meinem Leben so schnell gerannt. Und doch bin ich aufgeregter als je zuvor. Ein Abenteuer, das ist genau das Richtige. Aber es sind einige Vorbereitungen nötig. Ich werde eure Hilfe brauchen, um diese Reise antreten zu können. Sucht da Bert Bartelsmann in der Nähe der Stelle von Michael Binge, um Bingo-Aufzeichen gegen Belohnung einzutauschen. Okay. Ich muss mich auf das Abenteuer vorbereiten, wenn ich unterwegs bestehen will. Ja, natürlich. Ich kann es kaum erwarten, meine Reise anzutreten. Aber ich weiß, dass es noch viel zu tun gibt, bevor ich aufbrechen kann. Ich muss mich auf das Abenteuer vorbereiten, wenn ich unterwegs bestehen will. Ich werde Wissen brauchen und Vorräte und Ausdauer und... Bingo schüttelt es. Es gibt noch eine weitere Sache, die ich benötige. Aber sprechen wir nicht jetzt darüber. Es gibt auch so genug zu tun, ohne dass wir uns um die gefährlichen Angelegenheiten kümmern. Aber zunächst brauche ich Wissen. Der alte Ohm Gamgee aus Hobbingen war viele Jahre der Gärtner von Bilbo Beutlin. Vielleicht kennt er einige der Geheimnisse des alten Bilbo. Vielleicht hat er dem Ohm ein paar Ratschläge zum Leben als Abenteurer gegeben. Bitte begebt euch zum Beutelhallenweg in Hobbingen und fragt den Ohm, ob er einen Rat für einen Hobbit hat, der auf Reisen gehen will. zu FF14 kann ich eine Menge sagen. Eine Sache ist so ein geiles MMO. Ja, stimmt. Ja, wie gesagt, da hatten wir vorhin kurz drüber gequatscht und ja, dir auf jeden Fall viel Spaß im Lurk. Achso, ist er am Zocken? Dufte hat gerade in den Chat reingeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob er noch am Stream ist. Ein Daria, Mutter von Kaya. Ah, das klingt so Gut, dann machen wir uns mal auf nach Hobbingen. Warte, gibt's hier noch irgendwo? Nee, hier hatten wir das Brieftaschendilemma, ne?
Ich glaube. Warte, ich gucke einfach mal. Ich glaube, ja. Tu's nicht. Mein, hier hatten wir das Brieftaschendilemma. Wir müssen aber noch Kuchen austragen. Ja, wir haben alles erledigt. Jetzt sieh zu da. Hallo. Auf da. Schwing deinen Arsch. Bin ich gerade vor so einer großen hellen Kugel am Ende der Welt. Ah, ja. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Was ist KH1? Ja. KH1. Okay. Ja. Das hast du auch nur einmal durchgespielt. Nur einmal? Kingdom Hearts 1 nur einmal. Kingdom Hearts 2 habe ich tatsächlich wirklich also auf alles 100%. Also. Der hätte doch gar nicht getan. Hallo, ja, aber wir brauchen die Bezwingertat. Ach so. Ach, wir brauchen das. Okay, gut. Ja. Ja, dann. Du machst das doch eh nur für dein Ego. Was? Ich mach das nur für mein Ego? Was? Nein, wer hat das gesagt? Ich hatte also auch noch recht. Du Banause, du Schlingel. Du Lurch. Tut mir leid, Mama. Kann man? Nein, kann man nicht. Wag es dich. Lass die Hühner in Ruhe. Ich schwör's dir, es nein. Klatscht gleich. Man darf es doch auch gar nicht. Man darf es doch gar nicht. Gut. Vor allem dieses... Gut. Gut. Meine unschuldigen Tiere, die dies versterben müssen. Gut. Was? Aber jetzt mein MMO, liebe nach WoW und 14. Ja, meine auch. Meine auch. Neben Fiesta Online damals war das hier mein erstes richtiges MMO. Und ich habe es damals wie heute, ich liebe es einfach nur. Diszipliniere mal deinen Sohn. Zeit für den Gürtel. Oh ja, oh ja. Eine sehr gute Idee, Masaki. Sehr gut. Warte. Jetzt habe ich meinen Kampfhelm auf. Jetzt kann man loslegen. Oh, scheiße, hier kommen wir ja gar nicht rüber. Und nur zur Info, der hat oben einen Stachel. Gott, klingt das falsch. Der Helm, das sieht man doch auch, hallo? Der hat da oben einen Stachel. Ja, der Helm. Der Helm. Ja, genau, klar. Pack dein Schwert wieder weg. Ich mach keine Tiere mehr kaputt. Ich mag keine Tiere mehr. Ja, aber wir brauchen die. Die sind wichtig. Na gut. Das ist wieder mein Hobbyhut auf. So. Ja, D'Artagnan. D'Artagnan. Fürs habe ich nur angespielt, aber jetzt schon bis 85. Boah, echt so weit? So weit kam ich nie, weil man halt. Oder bei irgendeiner Quest brauchte man dann halt eine Gruppe. Ich habe dann aber nie eine Gruppe gefunden. Und dann habe ich das Spiel irgendwann aufgegeben. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, bis 38, 40 ungefähr kam ich. Und danach habe ich das Spiel leider abgebrochen. Und dann habe ich halt Diggi dazu überredet, beziehungsweise genötigt, dass er das mit mir spielt. Und ja. Warte, was magst du mit zum Retter von Rohan Addon? Das stimmt. Oh, das muss ich mir auch noch holen. Die Addons haben wir tatsächlich noch gar nicht. Ich glaube, ich besitze ein einziges. Da bin ich mir aber nicht sicher. Klingt mir schlecht um die Wetterspitze. Ja, ich glaube, das war's auch. Das war's auch. Meine ich. War zumindest da in der Ecke, wo man das dann auswählen konnte. Jetzt hör doch mal auf, die Dinger. Wir brauchen die. Ich will die Bezwingertaten. Wir brauchen das für Punkte. Du machst das nur für deine eigene Befriedigung. So. Nein, ich würde nie im Leben würde ich meine Wölfe töten. Ich liebe Wölfe. Genauso wie ich nie Katzen töten würde. Ich liebe Wölfe. Ich jag dir mal kurz einen Pfeil in den Kopf. Ich liebe Wölfe. Jetzt Bezwingertat. Das gibt Punkte. Punkte dafür, dass du dir später den Reittier ohne Echtgeld kaufen kannst. Kaufen wir das auch mit Geld, wenn du dir das in Höhe lässt. Nein! Wir haben abgemacht am Anfang der Stream-Dingens hier, dass wir die Bezwingertaten machen. Wieso lachst du denn so dabei? Weil ich das lustig finde. Unsere Unterhaltung. Frag mir nicht warum. Hättest du noch einen Wolf, dann. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich guck mal, kann man den Großschritt dann so alleine zu dritt, zu fünft machen.
Kann man auswählen. Echt? Also, da, wo ich das wirklich zuletzt gespielt habe, da gab es diese Auswahl noch nicht. Ob es jetzt so ist, das wird sich dann herausstellen. Aber zumindest habe ich eine Person hier schon mal. Mein Sohnemann. Der schon wieder in Ohnmacht gefallen ist. Ach so, ey, sag mal, schwimmst du da jetzt? Ach nee, ich hasse Wasser. Na egal. Ja, du musst auch mal baden, Junge. Der schwimmt ja jetzt eben gerade die Animation noch nicht da. Das sieht geil aus, ey. So ein sterbender Schwan. War gar nicht kalt. Ist das gefiltert? Ja, auch noch Anforderungen stehen, oder was? Komm, du Hundemobberin, lass das. Das waren keine Hunde, das waren Wölfe. Du Wölfe, ja, ist sowas ähnliches. Hunde stammen von, rein theoretisch von Wölfen. Soll ich jetzt drunter spielen? Ja, rein theoretisch von kannst du später machen, gerne, klar. Bei MMOs steht es sowieso immer frei, dass Zuschauer und Leute so mitbauen können. Da bin ich für alles offen, beziehungsweise wir. Achso, ach, wir. Und das Reiten verlernst du auch nicht, also ist doch alles gut. Wir sind auf einmal falsch gegangen. Hin und her, du bist immer weiter das Schlüssel fertig. Du bist falsch gegangen, ich folge dir nur. Ja, dann ja, viel Spaß weiter beim Schlüsselschwert schwingen. Und viel Erfolg bei dem, was da noch kommt. Ich erinnere mich gut daran, an die Zeit. Oh ja. Ich weiß aber nicht, auf welchem Server ihr seid und auch nicht, wie viel Zeit ich dafür hätte. Also wir sind auf dem Server Berengar. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ja, eine Zeit. Ja, es kam jetzt tatsächlich, ich glaube, drei Wochen. Drei Wochen kam, glaube ich, kein Herr der Ringe online mehr. Ungefähr. Zwei, drei Wochen. Deswegen. Also Zeit ist da relativ. Da gucken wir immer mal, wie das so am besten bei uns passt. No. Weil wir ja auch, also quasi einmal im Monat machen wir ja auch was mit Dufte an dem Sonntag. Dann, meist wirklich immer zu dritt, zu vier, zu fünft. Aber so für den Sonntag kannst du immer gerne mal einsteigen, sofern du Zeit und Lust und Laune hast. Und deine Kiddies das zulassen. Also, wir freuen uns auf neue Mitstreiter. Was? Welche Kiddies? Man sagt ja Kinder. Ach so, ja gut. Deswegen. Ja gut, wusste ich nicht. Ich glaube, du warst ein einziges Mal dabei, glaube ich, aber da warst du im Chat dabei, meine ich. Aber ja. Ah. Einmal warst du dabei. Ey. Ja. Hat er das mal erwähnt? Ja. Ja. Oh. Ja. Einmal war Sio dabei und einmal warst du dabei. Dann. Das weiß ich aber auch nur, weil da, glaube ich, die zweite Spende kam an dem Tag. Ich bin mir jetzt so unsicher. Welche Klasse seid ihr und wen bräuchtet ihr denn noch? Also ich bin hier Jägerin quasi. Warte. Kann man das irgendwie... Kann ich mich irgendwie mal selber sehen, ohne dass ich hier... Kaya ist Waffenmeister auf jeden Fall. So, wie heißt meine? Meister. Ja, Jäger. Also, Kaya ist Waffenmeister, ich Jäger. Das wäre... Sie ist die Wölfe tötet. du kannst es ja aussuchen. Das, was dir am besten liegt. Wir achten da jetzt nicht so drauf, was gebraucht wird und was nicht, tatsächlich. Das, was dir halt am besten oder am meisten Spaß macht, was dir am besten liegt, das kannst du dann nehmen und kannst dann gerne dazu stoßen. Hauptsache Spaß. Ja, Spaß ist die Hauptsache. Am Ende schmeißen wir Vogel ins Feuer und alles. Ach komm. Das hat nichts mit den Polen zu tun. Die Deutschen machen das auch oft genug. Nee, aber wie gesagt, kannst du dir deine Klasse, deine Rasse, alles aussuchen. Steht dir frei zu wählen. Und kannst dann, wie gesagt, jederzeit dazu stoßen. So, jetzt lese ich das hier aber einmal ganz kurz. Ich will mal ganz kurz in der Küche. Ja, du kannst. Ich brauche hier ein bisschen.